Herzlich willkommen zu Albion 8. Ich werde heute, wie in einem vorherigen Video besprochen, über die Hexenstäbe berichten. Ich habe mir dafür extra ein Set zusammengestellt. Wir fangen hier an mit dem T3 und danach Schritt für Schritt von jedem eines, um auch die Fähigkeiten auszuprobieren und zu sehen, was jeder kann. Ich mache dieses Video außerhalb, also es kann sein, dass es Nebengeräusche gibt oder dass ich vielleicht mal abgelenkt werde. Ihr seht, ich habe die Hexenstäbe bis jetzt noch nicht gelevelt, deswegen eben zuerst den Hexenmeister machen und mit T3 die nötige Zulassung bekommen. Hier habe ich natürlich Gesellenmagier, habe ich abgeschlossen, ich bin ja Magier. Darum muss ich hier jetzt einfach mit der T3 auf Level 1 kommen. Und dann kann ich auf T4 weitermachen und kann hier die einzelnen Stäbe ausprobieren. Die Hexenstäbe haben spezielle Buffs meistens spezielle Flüche oder spezielle Debuffs, spezielle andere Schaden auf Zeit Attacken werden nicht so oft gespielt, ist mir aufgefallen. Sie sind auch wahrscheinlich nicht so einfach zu spielen. Aber wir werden es jetzt mal ausprobieren. Ihr seht hier, durchaus konkurrenzfähig, was die Schaden auf Sekunde und auf den magischen Schaden anbelangt. Aber wir werden jetzt mal sehen, was die Dinger taugen. Hier seht ihr auch mein Mount. Ich habe mir die Spinnen von T6 bis T8 alle gekauft, weil ich die einfach voll nice finde. Und das funktioniert wirklich. Wenn ihr hier diese Attacke anwendet, das geht aber nur bei PvP-Spielern, wenn ihr sie als Gegner habt und sie auf einem Reittier sitzen oder euch attackieren, dann könnt ihr sie wirklich verpuppen. Also diese Kampfreittiere haben die Eigenschaft, dass sie viele Buffs geben, die einfach eure Gegner verlangsamen und einfach schwächen. So, jetzt rüste ich mich mal hier aus. Wie gesagt, ich habe die noch nie gespielt. Schauen wir mal, was da möglich ist. Kampfmounts haben übrigens den Nachteil, dass sie, wenn ihr abgestiegen seid, sehr lange braucht, bis ihr wieder aufsteigen könnt. Das geht also länger. Können wir mal schauen, ob wir hier was machen können. Ich möchte mal schauen, wie viel so eine Spinne aushält. Alleine bin ich natürlich ziemlich schutzlos, kann ich nicht viel machen. Mal schauen, ob ich einen verschwinden kann. Ah ja, da seht ihr, und dann wird er aufgehalten. Aber alleine kann ich nicht viel machen. Ihr seht, ich kann sie also nicht alleine fertig machen. Das würde ich jetzt auch nur in den gelben Zonen versuchen, weil ich habe, glaube ich,
12 Millionen oder so habe ich, glaube ich, gezahlt. Da würde ich jetzt eben nicht reingehen. Ich glaube, bei den Kampfmounts ist es so, dass man so lange draufbleiben kann, bis die Energie weg ist von den Mounts. Man wird da nicht einfach so abgeworfen. Die T6-Spinne ist die kleinste. Mit der gehe ich ab und zu auch in die Red Zone. Und hier habe ich etwa für 1,6 Millionen Silber habe ich die bekommen. Das ist die kleinste, dann gibt es die goldene, also die T7. Die habe ich für 2,6 Millionen Silber bekommen und dann hier die Masterspinne sozusagen. Die gab es für... ich kann schnell gucken, wie viel der Preis hier ist, für etwa 14 Millionen Silber. Und so viel habe ich etwa gezahlt. Ich habe etwa so den normalen Wert bezahlt. Aber ist schon so, man wird schon beachtet, wenn man mit so einem Mount unterwegs ist, weil die wenigsten nutzen dieses Mount. Wenn ihr wirklich viel Schaden machen wollt mit dem Mount, dann Behemoth oder auch den Käfer. Oder wenn ihr die Magie unterstützen wollt, dann als End. Die sind auch ziemlich schnell. Dieses hier könnt ihr schauen. Ist 11 Meter pro Sekunde, wenn man den Turbo zündet. Dann hat man zwar, kann man nicht angreifen, aber dafür hat man die Fähigkeit, dass man rennen kann. Und bei den Spinnen ist es so, die T6, die ist, glaube ich, 60%, dann die T7 ist 65% und die T8 ist 70%, also immer 5% ist die höhere Version schneller wie die anderen. Nehmen wir mal noch schnell die andere Attacke, die wir können. Können wir das wählen? Ja. Wählen wir die noch. Schaden auf Zeit vor allem. So, und schon kann ich die anderen benutzen. Fangen wir an mit dem normalen.
Das ist der normale Stab. Zusatzattacke ist mit Debuff verbunden. Empfangene Heilung um 60% tut es dem Gegner weg. Beschwört ein Feld des Todes mit 7 Meter Radius, das für 10 Sekunden besteht. Verursacht Schaden. Mobs für alle Gegner innerhalb des Feldes. Reduziert die empfangene Heilung um 60%. Unsichtbare Gegner, die das Feld betreten, werden enttarnt. Abklingzeit 30 Sekunden. Wenn ihr übrigens ein Mount sucht, mit dem ihr wirklich, wenn ihr den Zugang habt als Ältester, das wirklich schwer tragen kann und trotzdem mobil ist, dann empfehle ich das Geister Wildschwein. Das kostet etwa 230.000 Silber plus minus. Aber in den sicheren Zonen lohnt sich das wirklich. Und das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich genial. Also ihr könnt euch auch in den Black Zones zum Beispiel dann, wenn die Gegner auf euch losgehen, unsichtbar machen für 5 Sekunden und habt eine Geschwindigkeit von 12 Metern pro Sekunde und könnt 1280 Kilogramm Gewicht tragen. Also wirklich zu empfehlen. So, da haben wir das Lernziel erreicht. Nehmen wir den nächsten Stab, gehen wir zum großen. Oder machen wir zuerst mal die, die einhändig sind. Attacke. 70 magischen Schaden und Debuff reduziert 3 Sekunden jeden von Gegnern angerichteten Schaden um 4% für jedes Mal, dass sie getroffen werden, bis zu 5 Stapel. Abklingzeit 48,49 Sekunden. Nicht schlecht. Nice Attacke. Allerdings auch direkt ganz kurz Pause machen. So, wieder zurück. Ich sehe leider wegen der Helligkeit, weil ich draußen bin, hier in den dunklen Kavernen den ganzen Weg nicht so genau.
aber es geht, glaube ich, schon. Und jetzt nochmal die Attacke. Wenn ich solche Sachen level, versuche ich immer, dass ich möglichst auf Level 1 von jeder einzelnen Fähigkeit komme, damit ich nachher die Attacke auch lernen kann, oder besser gesagt die Waffe auch lernen kann. Seht ihr, Lernziel erreicht, das reicht. Und jetzt kann ich nachher mit Lernpunkten lernen. Also eine, der Heilung macht, ihr könnt es selber lesen, macht schnell Pause und lest es selber. Auf jeden Fall ziemlich vielschichtig und je nach Ausrüstung hauptsächlich wahrscheinlich eine PvP-Waffe. Tut verlangsamen unter anderem oder raubt Leben oder einfach auch einen Schadenmacher und Debuff und Heilung auch noch. Vielschichtige Attacke, die man auf sich selber oder auf etwas anderes richten muss. Decke den inneren Schatten des anvisierten Spielers auf und verursacht Schaden bei allen Gegnern um 5 Meter Radius um die Position des Ziels herum. Vielschichtig. Übrigens bei dem Spiel, also bei dem Video machen wir auch wieder ein Giveaway. Wenn ihr in der Mitte des Videos das Passwort in den Kommentaren richtig eingibt, werde ich euch, wenn ihr mir den Spielernamen in den Kommentaren angebt, etwas Tolles schenken.
seid natürlich auch eingeladen, bei uns in der Gilde euch anzumelden und zu uns zu kommen, wenn ihr wollt. Wir helfen auch Anfängern. Meldet euch einfach, dann seht ihr unseren Namen. Und ja, fühlt euch eingeladen und nehmen wir als Passwort Legende 52. Und dann einfach euren Spielernamen angeben und Legende 52 eingeben. In den Kommentaren. Und dann kann ich euch etwas Schönes schicken. Und wer bei uns dabei sein will, einfach Bewerbung machen, ganz normal. Wir haben noch Platz und macht Spaß bei uns. Wir sind stetig am Wachsen und haben auch ein tolles Bündnis. So, jetzt habe ich glaube ich die ganzen Einhändigen gemacht. Hauptsächlich ein Schaden, bis zu 4 Stapel, verursacht 224 magischen Schaden über 8 Sekunden, bis zu 4 Stapel, Abklingzeit 21 Sekunden. Und das kam neu dazu, Fluch der Sichel, auch hauptsächlich für Schaden, appliziert einen Schadenfluch auf jeden getroffenen Gegner, 55 magischen Schaden, jede Aufladung des Schadenfluchs verursacht über 8 Sekunden 224 magischen Schaden, bis zu 4 Aufladungen. Da muss man also möglichst viel aufladen. Jetzt da rückwärts gelaufen. Übrigens könnt ihr auch Kritik oder andere Dinge anwenden oder sagen oder auch Vorschläge oder Dinge, die ihr noch sehen wollt. Was wir als nächstes vielleicht dann mal noch tun werden, wäre über die Arkanstäbe ein Video machen. Das sind hauptsächlich unterstützende Stäbe. Also die sind hauptsächlich angesprochen, wenn man in Gruppen als Unterstützer sein möchte, weil sie einen Haufen Debuffs machen und einen Haufen unterstützende Fähigkeiten haben, also sind dann die hauptsächlichen Unterstützer einfach meistens im Hintergrund und tun einfach dann schnell vorpreschen und ihre unterstützenden Fähigkeiten machen, ähnlich wie eigentlich auch hier der Hexenmeister, aber Hexenmeister ist schon auch noch so mit Schaden auf Zeit und halt eben auch so, dass man die Fähigkeiten zuerst aufladen muss, ähnlich wie bei den Naturstäben. Diese hier fahren, diese Fähigkeit muss zuerst aufgeladen werden. Da oben, links oben sieht man, wie viele Stacks, das man jeweils hat.
wenn man den Gegner angreift, das fängt an mit 1. Nachher geht es hoch. Je höher die Zahl, desto mehr Schaden macht man. So, geht's weiter, nächster Stab. Katalysmus, verfluche alle Gegner in 13 Meter Radius um die anvisierte Position, verursacht 256 magischen Schaden über 5,5 Sekunden, reduziert Schadenresistenzen um 48. Abklingzeit 25,95 Sekunden. Schauen wir mal, wie der funktioniert. Würde diese Waffe auch eher zu den unterstützenden Fähigkeiten zählen, also so ein bisschen Unterschied, es kommt darauf an welchen Stab das man wählt. Bis jetzt hat mir, warte, schnell schauen, dieser hier, Lebensfluchstab, am besten gefallen. Würde den auch irgendwie als unterstützende Fähigkeit einsetzen oder ansehen. Jetzt muss ich schnell meine Hauptwaffe nehmen, damit ich den Boss gut besiegen kann. Ice Mage ist mit, zusammen mit dem Feuermagier bei den Magiern der typische Damage-Dealer, mit Ausnahme dessen, dass er auch noch, das finde ich eben das Spannende, Buffs hat, die den Gegner extrem verlangsamen oder sogar eingefrieren. Nahezu mit jeder Attacke kann er den Gegner verlangsamen und einfrieren. Oder auch Attacken unterbrechen. Und der Feuermagier hat dafür ein bisschen höhere Damage, habe ich das Gefühl, dafür weniger negative Buffs, also er verlangsamt die Gegner weniger und macht mehr typischen Damage.
Kurze Pause. Mit meiner richtigen Waffe. Da könnt ihr auch schnell Pause machen, um das zu lesen, wenn euch das interessiert. Jedem vierten normalen Angriff erzeugst du eine dämonische Explosion um dein Ziel herum, die 600 magischen Schaden im 5 Meter Radius verursacht. Das ist ein Schadenbuff. Energiegeladen, jede normale Attacke stellt 3 Energie wieder her. Buff
Nach jedem fünften gewirkten Zauber steigt der von dir angerichtete Schaden für 4 Sekunden um 10%. Nach jedem vierten gewirkten Zauber wird deine Bewegungsgeschwindigkeit für 3 Sekunden um 20% erhöht. Ich nehme jetzt mal den mit dem Schaden momentan. Da werde ich euch nicht alle Techniken zeigen können. Könnt ihr auch nochmal Pause machen, wenn ihr das auch noch sehen wollt. Also da hat es auch noch zusätzlich zum Schaden noch 3,3 Sekunden verwurzeln. Also der Gegner bleibt stehen. Auch ein Schaden, den man aufladen kann, bis zu 6 Aufladungen. Hier bis zu 10, also das sind alles Schaden, die man auf Zeit machen sie Schaden und jeweils muss man sie zuerst aufladen, damit sie stärker sind. Nicht schlecht, also eine hohe Durchschlagskraft merke ich da gerade. Also durchaus eine Waffe, die man nicht unterschätzen sollte, vor allem wenn sie aufgeladen ist. Normalattacken sind nicht wirklich so stark, aber zusammen mit der Hauptfertigkeit, also mit der E-Fertigkeit, also der starken Attacke, also hier zum Beispiel der Schaden, durchaus durchsetzungsstark. Buff-Food würde ich sowieso immer empfehlen. Um das, was hier
Kraft gibt, um mehr Schaden zu machen. So, jetzt habe ich noch einen Stab, den muss ich aber zuerst noch kaufen gehen. Den habe ich jetzt hier leider nicht dabei, den muss ich jetzt wirklich schnell holen. Bis jetzt ist es der hier, der Lebensfluchstab, und hier dieser Kopf, den ich jetzt vorhin hatte, der mir am besten gefallen hat. Also der hier. Und der hier. Die haben mir bis jetzt am besten gefallen. Schnell gucken, welche Waffe das ist. Hier muss ich noch ein paar Punkte holen. Mache ich kurz Pause. So, jetzt habe ich den letzten Stab noch geholt. Das ist auch wieder mit Schaden. Abklingzeit 15 Sekunden. Ja, ich glaube, wenn ich zur Verbindung bin.
So, jetzt haben wir alle auf Landziel erreicht. Nochmal schnell alle kontrollieren. Hat es ein bisschen zu früh angezeigt. Doch noch nicht ganz erreicht. Dann kann ich die nämlich nachher mit den Lernpunkten aufladen. Wenn man das ein bisschen raus hat mit Aufladen und die Fähigkeiten dann benutzen, dann ist es sehr eine starke Waffe eigentlich. Man muss die einfach jeweils immer wieder aufladen, den Kampfblut aufladen, und nachher die Hauptattacke. Ah ja, jetzt ist es erreicht. Mein Fazit: Ich fand am durchschlagskräftigsten den hier, Lebensfluch, Stab des Adepten. Den hier fand ich nice. Und den, den ich jetzt hier habe, der ist auch nicht schlecht. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, indem ich euch die Stäbe vorgestellt habe. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass es dieses Mal außerhalb war. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Thank you.